Ja, liebe Studierende, herzlich willkommen zu der Coffee Lecture mit dem Titel Twitter-Daten analysieren. Ich möchte mit Ihnen heute zusammen dem Wesen von Twitter-Daten auf den Grund gehen und dabei einen ersten praktischen Ausblick auf potenzielle Analysemöglichkeiten geben. Mein Name ist Lukas Scholl, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Academic Lab der Universität Leipzig und dort vor allen Dingen mit dem Projekt Digital Literacy betraut. Zu Beginn möchten wir also einige Vor- und Nachteile von Twitter-Daten eruieren. Danach gehe ich darauf ein, wie wir die Daten überhaupt beschaffen können, wie wir Zugänge dazu bekommen, wie wir diese Daten dann letztlich auch verwalten können und zum Schluss dann eben auch noch auswerten. Bei der Datenauswertung sei darauf hingewiesen, wir verwenden das Programm Orange. Das ist ein Open-Source-Programm der Universität Ljubljana. Und zum Schluss gibt es dann natürlich noch weitere Hilfen. Zunächst einmal, was können wir den Twitter-Daten Positives abverlangen? Twitter-Daten, so sagen Kavakus und Kara, geben NutzerInnen die Möglichkeiten, ihre Meinungen und Gefühle zu äußern. Ja? Und zwar zu allem, was sie umgibt und was sie betrifft. Bei Twitter handelt es sich um den derzeit größten Mikroblogging-Dienst mit einer, und das ist recht spannend, einer offenen Kommunikation. Soll heißen, einzelne Tweets können gesucht und gelesen werden. Wir erreichen dadurch einen sehr hohen Grad an Publizität. Wir haben es bei Twitter-Daten, Sie sehen es hier auf dem Bild, auch mit Daten inklusive Metadaten zu tun. Wir haben einen Absender des Tweets. Wir haben den Tweet an sich, wir haben eventuell noch Bilder, Videos, die damit in Verbindung gebracht werden können. Wir haben Likes, wir haben Reaktionen, also eine Menge von Metadaten. Ein Problem hierbei ist natürlich, dass inhaltliche Analysen aufgrund auch dieser Metadaten durch aber auch abgewandelte Sprache, Abkürzungen, Neologismen oder einem unvollständigen Satzbau mitunter schwierig sind. Schwierig, das bringt mich zu den Problemen von Twitter-Daten. Sie kennen es unter dem Stichwort Fake News, wir können die Richtigkeit der Daten nicht überprüfen. Ja, wir wissen auch die einzelnen Zusammenhänge, wie diese Twitter-Daten entstanden sind, nicht. Wir haben auch keine einheitlichen Suchterms, um diese zu analysieren. Also die Richtigkeit der Daten ist schwierig. Wir haben es auch mit einer eingeschränkten Repräsentativität bei Twitter-Daten zu tun. Also wir wissen auch nicht, wer diese Twitter-Daten in die Welt gesetzt hat und von wo. Ja. Und die größte Hürde ist eine technische Hürde, nämlich die Zugänge, die uns Twitter ermöglicht, um diese Daten zu bekommen. Ja. Da gibt es eine gewisse Restriktion bei der Nutzung dieser API. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Sie sollten also bei diesen Datensätzen immer im Kopf haben, sie sind nicht so repräsentativ wie Ihre eigenen erhobenen empirischen Daten oder beispielsweise eigene durchgeführte Interviews. Und wie so oft ist es irgendwie was dazwischen wie im echten Leben. Twitter-Daten können jedoch nach Forschungsfrage und Einsatzgebiet sinnvoll eingesetzt werden. Das vor allem bei explorativen Anwendungen. Aus medienwissenschaftlicher Sicht haben wir noch ein anderes Problem. Wir haben kein einheitliches NutzerInnenverhalten. Wir befinden uns in der, um die Worte von Professor Bernhard Pörksen zu nehmen, befinden uns noch nicht in der redaktionellen Gesellschaft, in dem wir wissen, was es verdient, öffentlich gemacht zu werden und damit entsprechend auch gut umgehen. Insofern macht das die Analyse schwierig. Dennoch wäre eine Ausblendung der Twitter-Daten auch nicht gut. Viele Debatten und Diskussionen, Sie kennen es selbst, entstehen zunehmend in den sozialen Medien. Und die müssen wir natürlich als WissenschaftlerInnen auch wahrnehmen. Ich habe Ihnen hier das Bild mitgebracht von diesem schönen Greiferautomat. Sie kennen das. Mit etwas Glück bekommen Sie bestimmt irgendwas von der Grundgesamtheit ab. Immer nur einen kleinen Teil, einen kleinen nicht reproduzierbaren Anteil. Sie bekommen nie das gleiche Kuscheltier nochmal. Und wenn Sie Zugriff auf die Grundgesamtheit haben wollen, dann müssen Sie eine Menge Geld unten reinwerfen. Auch solche Bezahldienste gibt es bei Twitter, um an diese Daten zu gelangen. Wir schauen uns jetzt also mal an, wie der generelle Ablauf zur Datenbeschaffung bei Online-Daten ist. Wir haben zum einen die Datenerhebung. Wir müssen diese Daten speichern, nachdem wir sie erhoben haben. Und letztlich wollen wir als WissenschaftlerInnen die Daten analysieren. Wie funktioniert das? Ich habe es eben schon angesprochen. Twitter ermöglicht uns als private NutzerInnen einen bestimmten Zugang zur Programmierschnittstelle, kurz API, Englisch für Application Programming Interface. Stellen Sie sich eine API so vor wie eine Schnittstelle zwischen zwei Anwendungen, die Sie als EndnutzerInnen nicht einsehen können, beziehungsweise dafür gibt es keine grafische Oberfläche. Wohl aber können Sie mit gewissen Programmen oder Skripten arbeiten, um diese anzusprechen. Wichtig hierbei für private NutzerInnen ist diese API beschränkt, ja,
Und ein weiterer Nachteil, der daraus resultiert, ist, die erhobenen Datensätze, die Sie herunterladen, variieren je nach API und je nach gleichen Anfragen variieren diese und führen dann auch mitunter zu unterschiedlichen Ergebnissen. Hier in diesem Beispiel sehen Sie den Zeitpunkt T0. Ja, und wenn ich jetzt die REST-API ansprechen würde, kann ich bis zu 6 oder 15 Tage rückwirkend, also vergangenheitsbezogene Daten, mir herunterladen. Die Datenspeicherung erfolgt dann, ich habe es eben angesprochen, durch beispielsweise ein selbstgeschriebenes Skript. Sie können dafür auch das Programm benutzen. Wir benutzen gleich Orange zusammen. Diese Abfrage führt dann letztlich zu einem Datensatz, der oftmals als Textdokumente ausgegeben werden kann. Ob das jetzt Texte, Comma-Separated Values sind oder JSONs, ist erstmal zweitrangig, sind lesbare Textdateien, die eine eigene Syntax haben. Und am Schluss möchten wir die Daten natürlich analysieren. Hierbei haben wir das Problem, wir haben es mit großen Datensätzen zu tun. Ja? Und daher geht der Trend in den letzten Jahren dazu, dass wir automatisierte Inhaltsanalysen vollziehen. Sie können sich der Lexikostatistik bedienen, Sie können Worthäufigkeiten aufzeigen, Sie können Konkurrenzen oder Konkordanzen untersuchen, also wie häufig bestimmte Wortkombinationen auftreten, was die Nachbarwörter eines bestimmten Suchbegriffes sind. Geodatenbasierte Analysen rücken in den Hintergrund, weil die Personen meistens ihren Standort nicht aktiviert haben, wenn sie twittern. Und eine Sache, die wir uns gleich exemplarisch anschauen werden, sind die sogenannten Sentiment Analysis. Das sind Analysen, die sozusagen ein Stimmungsbild versuchen zu reproduzieren und wir behalten im Hinterkopf alles automatisiert. Inhaltsanalytische Verfahren habe ich an dieser Stelle ausgeklammert, weil es ja keine automatisierten Analysen in dem Sinne sind. Diese Datensätze, die Sie denn bekommen haben, die können Sie mit einem Programm Ihrer Wahl auswerten. Sie können bei Excel anfangen, Sie können aber auch SPSS nutzen. Sie können QDA-Software nutzen, wie beispielsweise MaxQDA, die eine recht gute Schnittstellenimplementierung haben. Oder Sie können die Open-Source-Software Orange nutzen, die ich Ihnen wärmstens empfehle. Eine Open-Source-Software, wie gesagt, also quelloffen, die wirklich sehr einfach zu bedienen ist und Ihnen gute Möglichkeiten der Analyse der Datenspeicherung und auch der Datenerhebung gibt. Bevor wir in das Programm springen und uns das mal genauer angucken, sei der Hinweis, Sie brauchen, um bei Twitter Daten zu bekommen, einen sogenannten API-Key. Diesen API-Key können Sie beantragen. Wie das genau funktioniert, dazu finden Sie in diesem Video in der Beschreibung einen kleinen Link mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie diesen beispielsweise in Ihrem Forschungskontext als Studierender beantragen können. Diesen müssen Sie dann in Orange eintragen und dann können Sie auch erste Datenabfragen vollziehen. Wir schauen uns jetzt mal zusammen das Programm an. So sieht die Programmoberfläche aus, wenn wir das Programm starten. Wir legen jetzt einfach mal eine neue Analyse an. Und vergewissern Sie sich, dass Sie das Add-on Text installiert haben. Das brauchen Sie für Twitter-Abfragen. Und dann können Sie auch schon loslegen. Sie sehen hier auf der linken Seite ein Twitter-Widget. Und das ziehe ich jetzt einfach mal per Drag-and-Drop hier rein. Dann habe ich eben gesagt, Sie müssen diesen API-Key importieren. Darauf machen Sie einen Doppelklick darauf und können diesen dann hier eintragen. Und dann können Sie im Prinzip auch schon loslegen und nach einem Suchbegriff suchen. Ich nehme jetzt mal den Suchbegriff Impfstoff. Die Sprache ist mir egal und ich möchte 100 Abfragen erhalten. Danach schaue ich mir immer gerne den Korpus an, den ich mir heruntergeladen habe. Das mache ich mit dem sogenannten Corpus Viewer. Und kann sozusagen mal in mein Datenset reinlesen oder querlesen und überhaupt die Abfrage prüfen. Und dann können wir auch schon unsere Stimmungsanalyse mit dieser Sentiment Analysis durchführen, indem wir eine neue Node erstellen, die Sentiment Analysis. Die Sentiment Analysis funktioniert ein bisschen auf dem Machine Learning Ansatz. Sie haben unterschiedliche Wörter, die unterschiedlich konnotiert sind und gespeichert sind. Und sozusagen berechnet er dann aus einem Tweet automatisch heraus, ob dieser eher positiv oder negativ konnotiert ist, welche Stimmung er produziert. Das kann ich mir jetzt auch ansehen, indem ich mir ein Data Table mal anzeigen lasse. Und wir sehen hier eine andere Darstellung, also hier den Content des jeweiligen Tweets. Und auf der rechten Seite haben Sie jetzt hier positiv, negativ, neutral und die Quersumme sozusagen daraus. Und Sie sehen negative Begriffe oder eine negative Zahl minus 1 bedeutet, es sind eher ein negatives Stimmungsbild und auf der anderen Seite
positive Werte zeigen, ein positives Stimmungsbild. Ich möchte jetzt aber nicht in dieser Darstellung die Daten analysieren oder näher betrachten, sondern ich möchte die mir vorab mal clustern. Das kann ich mit der sogenannten Heatmap machen. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, mir das Ganze auch nochmal sortieren zu lassen mit diesem Compound-Wert. Ja. Das lasse ich mir jetzt hier mal sortieren und dann habe ich jetzt auf der einen Seite die eher negativen Stimmungsbilder und auf der anderen Seite die eher positiven. Mich interessieren jetzt mal positive Darstellungen über den Suchbegriff Impfstoff, also klicke ich das mal an und kann auch hier wieder einen Corpus Viewer hinzufügen und mir mein Datenset ansehen und hier könnte ich jetzt näher in das Material hineinsehen. Möchte ich das Ganze speichern, kann ich das auch machen, indem ich Save Data mache und kann mir das jetzt beispielsweise als eine Excel-Datei speichern. Und Sie sehen, Sie haben ein Excel-Dokument mit dem entsprechenden Tweet, den entsprechenden Werten ausgegeben. So, wir haben also uns jetzt praktisch angesehen, wie wir mithilfe des Open-Source-Programms Orange erste Daten erheben, Daten speichern und Daten analysieren können. Laden Sie sich das Programm gerne runter, nutzen Sie es. Es gibt eine ausführliche Hilfe dazu. Hier gibt es jetzt noch meine weiterführenden Hilfen. Zum einen sei nochmal an dieser Stelle auf das Skript verwiesen, welches sich in der Videobeschreibung befindet, wo Sie sozusagen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Beantragung Ihres persönlichen API-Keys erhalten. Zum anderen habe ich hier Ihnen noch einige Literatur zur Analyse von Twitter-Daten bereitgestellt. Das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich und wir sehen uns sicherlich in einem anderen Rahmen wieder. Bis bald.